Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Währenddessen meine Katze versucht sich hier anzuschleichen, ganz sportlich neben mir. Versucht den Schoß zu ergattern. Versuche ich hier einfach nur zu spielen. Katze, was los? Ja, jetzt ist sie drauf. Gott, können wir loslegen, ne? Wenn die Katze jetzt glücklich ist, sollten wir auch glücklich sein. So, wir hatten letztes Mal ganz viel Superlegierung oder beziehungsweise, ja, so einen kleinen Superlegierungsschauer gekriegt, ne? Damit wir. Ja, war rein zufällig eigentlich, ne? Sonst so haben wir, boah, ne, ein bisschen was, ja, fehlt hier. Ich glaube, was wollten wir machen? Wir wollten hier Sauerstoff abschießen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Besonders wollten wir, ein paar Tonnen hochdrücken. Also Sauerstoff haben wir ja jetzt gemacht, ne? Da sind wir bei 416, da sind wir eigentlich mit am weitesten bei allen da oben. Aber Biomasse dazu... Ja, hatten wir eigentlich irgendwas mal vorbereitet, Herr Sioni. Würde ich gerade mal sagen. Zumindest, dass wir ein paar Raketen da bauen könnten, ne? Weil wir wollten, glaube ich, die hier machen. Mutagen, Bakterien. Ne, das ist die Sauerstoff. Wir wollten die mal jetzt machen. Pflanzenvermehrer. Aha, aha, aha. Ich weiß mal nicht, was die machen. Dünger, Lömersamen, Baumrinde. Okay. So. Dann wollen wir uns mal ein bisschen wieder hier reinsteigern in die ganze Geschichte. Jo, ist hier ein bisschen unsortiert. Kommt mal bitte raus hier alle, Mann. Und da mal bitte wieder rein. Okay, Baumrinde haben wir hier noch. So. Dann bräuchten wir aber hier Dünger. Dünger bräuchten wir. Und sonst hier eigentlich nichts, ne? Ah, ich sollte auch was essen. Das ging schnell, ne? Na, jetzt man denkt, fliegt man irgendwo gegen. Weil, hier, ich wollte mal hier so gucken, da brauchen wir ja 80 Tonnen. Bald ist es soweit, aber der dauert noch ein schönes Stück. Ne? Und der Baumsamenstreuer, der ist zwar auch alle da, aber dauert auch noch ein Stückchen. So, ich esse eine Bohne, wenn es mir genehm ist. Achso. Wenn man nicht mehr richtig weiß, wie die Steuerung war. So, und Lirmasamen. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3. Achso, hätten wir auch drei Dinger da holen können. Aber haben wir jetzt nicht gemacht. Weil, hier, wenn wir Raketen machen wollen. Ah, das kostet richtig viel, ne? Uran. Uran geht ja jetzt. 1, 2, 3. 1 da. Und hier die Stäbe, ne? 1. Ach, das ist teuer. Eieieiei. Ich glaube, ich wollte auch eigentlich mich um Energie noch kümmern, ne? Kann das? Aber wenn ich jetzt hier so dabei bin. Geht eigentlich, ne? Noch haben wir ein bisschen was. Ein bisschen, Energie vorhanden. Die eine Baumrinde brauche ich jetzt hier noch. Nee. Da. So. Und dann müssten wir das eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal Legierung brauchen. Ich glaube nämlich schon. Zwei sogar. Achso, dann. Ja. Zwei sogar. Habe ich doch richtig gesagt. Boah, und dann können wir ja beide endlich mal Dings bauen. Da freue ich mich ja schon. Dings ist gut, ne? Dings ist immer besser als das andere. Ne, ich meinte eine Schmetterlingsteil, ne? Das! Worauf wir die ganze Zeit eigentlich seit dem Update warten. Dass wir das mal wieder richtig schön füttern können. So. Ja, die macht... Ja, ich weiß nicht, warum die hier so komisch fliegen. Aber ist mir eigentlich auch ein bisschen Boss-Pipi egal. Weil die können schon da hinmachen, wo sie hinmachen wollen. Okay, mal, ja. Die stellt sich da halb auf den Kopf. So, ich bin mal gespannt, wiefern wir jetzt was da gesteigert haben. Ist das jetzt so richtig schnell geworden? Ich hoffe. War davor auch bei 19.000? Ich weiß das nicht mehr. Sauerstoff ist am krassesten von unseren ganzen Punkten, die wir da zusammen uns eher gaunern, wenn man das so sagen darf. Der ganze Gaunern ja nicht, aber naja.
So, der Wasserfilter. Oh, der ist auch bald. Ich gucke hier mal nach, was hier noch so der Baumsamen-Dingens-Bummens. Oh, der dauert auch noch lange. Sauerstoff, das dauert noch richtig lange. So, sonst so der hier bei 700. Das geht noch. Und hier unten sind wir schon durch, ne? So, und hier dauert es noch richtig lange. Insekten, 500 Gramm. So, dann weiß ich nicht, was hier. Kaukastenschmetterling, Bauernhof im Freien. Oh, okay. Alter Schwede, ne? Schmetterlingsfarm. Achso, das ist ein Bienenstock. Schmetterlingskuppel, Schmetterlingsfarm. So, wir haben aber auch den Nahrungszüchter Nummer 2 mittlerweile. Wollte ich nur mal so gesagt haben, weil die Sache ist ja, das könnten wir dann natürlich auch bauen, brauchen wir wieder. Ach, super Legierung und so. Wir brauchen eigentlich immer alles. Und besonders das, was wir nicht haben. Und ich glaube, der wird auch immer so bleiben. Ich würde ja denn mal eigentlich den hier denn irgendwie versuchen, denn super Legierungsstab müssten wir denn irgendwie opfern. Dass wir das dann irgendwie mal so halbwegs hinkriegen. Ich glaube mal, so viel haben wir ja jetzt. Ja, ja, ne, sortiere dich mal ein bisschen um. Aber auch so selbst Aluminium hat man ja jetzt nicht so viel. Oh Mann, ey. Ja, es wird immer, naja, spannender nicht, ne? Magnesium, Silizium. Magnesium, Silizium. Ja, irgendwann nervt das, ne? Wenn immer irgendwo was fehlt, ist das natürlich dann nicht ganz so geil. Hier aufzoomen. Aber so ist es eben halt, können wir jetzt nicht da ändern. Ich würde sagen, wir machen mal eine Runde runter. Wir müssten ja den einen Erzdingensbummens da drinnen haben. Und dann müssen wir die Superlegierung wohl über übel irgendwie hinkriegen, ne? Dazu brauchen wir ja immer dann, boah, 8 Stück. Haben wir die schon? Hätten wir ein bisschen. Aber ich würde die jetzt nicht aufopfern. Wie gesagt, noch nicht. So. Hier sieht's gut aus. Hier schwört das alles so ein bisschen rum. Das kann auch so. Sonst so, ich glaube, kam ja nichts Neues dazu, ne? Wir hatten jetzt hier beim letzten Mal, den kennen wir ja schon. Ah, hier, der Gen. Multipli-K-Dingsbums hier. Bräuchten wir denn für den anderen Baumzüchter? Wenn wir den Baumteil nämlich da hochschießen, dann sieht es nämlich ein bisschen anders aus. Schöne Sachen, aber ne, unser Lieblingsaluminium. Ich weiß ja nicht, wenn wir da hinten hinfliegen würden Richtung neues Gebiet, aber so rein optisch würde ich mal gerne gucken, was da vielleicht so noch gibt. Weißt du, einfach so mal gucken oder so. Bei der macht er jetzt sich hier am meisten Pflanzen Gramm. Okay, mein, die machen richtig Pflanzengramm. 9, 43. Das heißt, wenn wir die noch ein bisschen bauen, dann geht's ja auch. Und jetzt haben wir den schon, den Baumsamenstreuer. Das ist ja jetzt eine ganz andere Geschichte, der Typ hier, ne? Muss auf einer Wasseroberfläche gebaut werden, ja. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Der macht Pflanzen, 97 pro Sekunde. Der macht alles schön, ne? Kann man wenigstens jetzt ein, zwei noch bauen davon? Ja, so ein bisschen. Ne, Titan, Magnesium. 1, 2. Magnesium vielleicht noch 2. 1, 2. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was rauszaubern aus die Geschichte. Ja, gut. Jetzt haben wir aber zu viel. Ja. Das aber auch denn schon wieder eine ganz doofe Geschichte eigentlich, wenn wir dann gar nichts mehr davon haben.
und unserem Magnesium. Aber naja, gut. So, ich melde mich gleich wieder. Ich muss mal kurz in die Küche. Und, denn ich denke mal, ich fliege da gleich hin. Also bis gleich, ciao. So, da ist er wieder da. Muss ja halt mal gucken, ne? So nebenbei, ich habe nur ein Süppchen an, aber ich bin dann so ängstlich und denke dann, oh Gott, ey, was ist denn, wenn ich jetzt meine ganze Suppe, meine ganze Küche voll Suppe, ne? Also, sonst ist keiner da, ne? Was für eine Suppe verrate ich nicht. Ich bin da egoistisch in diesem Thema. Aber ist eine leckere. So, guti. Ich würde da sagen, wir machen da mal hinten hin. Ich will dann nämlich nochmal gucken, vielleicht noch ein bisschen Aluminium. Baumbioklumpen und so, das müssen wir uns eigentlich auch dann mal angucken, dass wir die Baumstreuer, wenn wir die richtig da ballern, können wir hier hinten ja voll machen, ne? Eigentlich könnte man die auch unten machen. Also in unserem Canyon hinter uns, aber ich weiß noch nicht. Keine Ahnung, was das, ob das denn so toll ist. Ich weiß nicht, warum das hier alles so dunkel und komisch ist. Also hier ist klar. Es war eigenartig, dass man hier in bestimmte Gebiete geht und dann ist es ja wie ein Aluminium hier so komisch. Man hat Angst, dass alles einen töten möchte. Genauso wie es hier auf einmal staubig wird. Auch so ein bisschen eigenartig ist. Naja. Ich glaube, wir müssten hier mal freundlicherweise kurz mal rein. Zumindest ist jetzt hier auch ein bisschen grün schon geworden, ne? Darf man nicht vergessen. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Also so gegen... Ah, siehst du, ne? Hätte es letzte Mal nicht gerochen hier, dass hier noch ein bisschen was rumliegt, ey. Aha. Ja, der Rest, der kann auch hier bleiben. Bei 5 UK. Hä? Hätte doch hier schmolzen wäre es sein müssen, oder? Oder nicht? So, das hier ist das neue Gebiet. Vielleicht finden wir... Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. So, da freut ja mein Herz, wenn wir hier noch einen Pulsar finden. Ja, haben sie hier ja auch irgendwo geupdatet oder sowas, ne? Und hier liegt noch Neues rum. Magnesium haben wir jetzt auch nicht so viel, wird aber nicht unweigerlich mit, also brauchen davon ja jetzt auch nicht so viel. Okay. Ja, die sind nicht toll, ne? Aber hier die Überlegierung nehme ich mit. Aluminium. Ah. Oh, ich hab's doch gerade gesagt, ne? Abgeglitscht bin ich, aber richtig was von. Oh. Ich nehme mich mit. Hier wächst auch ein bisschen grün immer. Ja, und hier hinter sieht es auch anders aus. Okay. Alter, was hier? Okay. Alter Schwede, was ist denn hier passiert? Okay. Oh! Alter Schwede, was ist denn das für eine glückliche Kiste? Und ein glücklicher Sioni gleich mit, ey. Oh, guck mal, ne? Hier ist eigentlich alle Dude. Kommen hier rein? Da unten ist nicht. Okay. Also ich fliege das jetzt hier ab, ne? Ich weiß, mein Sauerstoff ist nieder, aber ich habe ja noch. Sieht ja fast aus, so könnte man da rein, oder? Nein.
Oh, ich möchte unbedingt wissen, was da ist, ne? Ist doch gar nicht. Das ist schon gut, dass sich das hier alles abkühlt und sowas, ne? Aber oh, hier wird es auch Schätze geben. Guck mal, da wächst schon das Grüne wieder. Warum kommt da Wasser raus? Ey, du musst doch hier von unten irgendwie reinpumpen. Ist nicht? Okay. Hier kommt bestimmt noch was. Egal, das. Wollen wir mal zum Krater? Der Krater war ja hier auch direkt in der Nähe. Aber ein Kraterchen war ja auch nicht jetzt viel. Aber wenn wir schon mal hier hinten sind, ne? Also man konnte irgendwo beim Krater noch runter rein oder so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon waren. Ich wusste ja schon. Oh. Na, dich nehme ich mal. Guck mal, was die hier noch bauen können, ne? Können die noch eine Ecke groß bauen, muss ich sagen. So. Tada. Ja, und da war der hier die letzten Male so ein bisschen ungemütlich. Also irgendeiner hat er ja hier schon mal gebaut. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. War ich hier drinnen schon? Anscheinend noch nicht. Ja, einmal Sauerstoff nehme ich. Weil, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, dass dann hier irgendwas zu viel ist. Unheimlich hier, ne? Ist hier noch irgendwas richtig Cooles? Oh. Ey, hier muss ich ja nochmal hin, wa? Guck doch mal, was das hier gibt. Okay, dann noch tiefer. Und das ist ja aber auch noch. Guck einer, guck, ey. Was das hier alles gibt. Ja, dann würde ich ja sagen, dann mache ich hier dann zurück. Und dann komme ich hier wieder her. Oh, ey, guck doch mal, wie viel es hier gibt. Ich glaube, ich war noch nicht überall, oder? Ich bin zu fett dafür. Ich hab zu viel. Oh, das ist ja Wahnsinn. Hätte sie nicht gedenkt, ne? Dass hier so viel ist. Aber ist gut für nächstes Mal. Also dann freue ich mich da schon. Ordentlich hier. Naja, Katze, du musst dich schon ein bisschen festhalten. Und das geht ja nochmal nach unten dann. Cool. Weil hier geht es irgendwo auch nach oben.
War auch noch hier so ein geiler Gang irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwo konnte man hier in so eine Höhle rein. Ganz so weit da. Und auch hier jetzt sein. Und auch hier jetzt nicht sein. Hydration, lass mir jetzt in Ruhe mit Hydra. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, aber... Schöne Sachen. Ich sehe ja kaum was, wa? Ich muss sagen, die Sonne ist draußen aktiv geworden. Wenn ich das niemals gerechnet hätte. Also ich weiß, dass das hier die Pulsarhöhle ist. Ah, okay. Ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ungefähr. Ich weiß nicht, ob das mir was bringt jetzt hier. Wenn ich langsam einen Sauerstoff runde. Naja, hier unten müsste ja beide Sauerstoff sein. Ich weiß nicht, was da donnert, ne? Er kennt es ja gerne. Rausgefunden. Ja, ihr seid nur normaler, ne? Naja, ich bin gleich da. So. Hier haben wir ja so ein Feld. Da kommen nur ganz normale Sachen runtergeschossen, ne? Oh, die würde aber trotzdem knapp. Oh, Gott, ey. Ja, das reicht noch. Aber nicht so lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.